Willkommen zurück in der Hölle unter der Erde. Ich würde sagen, ich nehme zunächst die Erde hier mit. Oder beziehungsweise die Erze. Erde ist es ja nicht. So. Lalala, hier ein bisschen Erz. Eisen ist es, genau. Gott. Und es leckt mal wieder. Aber wie soll es ja auch anders sein? Es ist ja schließlich Fraps, ne? Also, wenn ihr Fraps mal nehmen solltet, dann endet ihr auch so mit einem leckenden Let's Play. Falls ihr mal ein Let's Play aufnehmen solltet. Oder was anderes, je nachdem. So, hier sind ein paar Pilze. Sind hier vielleicht noch ein paar braune Pilze? Dann könnten wir uns eine Suppe machen. Nein, leider nicht. Schade. Aber müssen die unterschiedlich sein? Eigentlich nicht, oder? Ich nehme mal die Pilze mit und schau nach. So, wir brauchen für Pilzsuppen eine Schüssel. Dafür brauchen wir zunächst einen Crafting Table. Und unsere Eisenrüstung ist fast im Arsch, sehe ich gerade. Wir sollten uns langsam auf den Heimweg machen. Ich weiß, ich wollte zwar noch ein paar Diamanten mitnehmen, aber naja, wenn unsere Rüstung bald kaputt gehen sollte, haben wir ein Problem. Na gut, wir haben ja auch hier ein bisschen Eisen, da könnten wir uns eine neue machen. Aber, ja, ehrlich gesagt möchte ich auch langsam mal aus der Höhle heraus, weil mir langsam die Monster Angst machen und weil ich langsam bekloppt werde. So, jetzt habe ich vergessen, was ich... Ach ja, ich wollte eine Schüssel machen, genau. Zack, zack, zack. Moment, muss mal kurz schauen, ob mein Fraps überhaupt... ja, passt alles, okay. Ich habe immer solche Skepsis, wenn ich mit Fraps aufnehme, weil da ist manchmal irgendwelche Sachen... verdammt. Das sind manchmal irgendwelche Sachen, die meine... Ja, die meine Let's Plays irgendwie... Verdammt, wie geht denn das nochmal? So vielleicht? Ich habe lange keine Suppe mehr gecraftet. Verdammt! Ich glaube, die müssen unterschiedlich sein, die Pilze. Ah, shit. Wie gehen nochmal... Ach, scheiß auf die Pilzsuppe. Wir haben ja genug... Wir haben ja eh genug Nahrung. Brauche ich keine Pilzsuppe. Außerdem möchte ich jetzt an mich wahrscheinlich eh nur vor den Monstern drücken und crafte deswegen jetzt irgendwelchen Scheiß, den ich gar nicht brauche. Schauen wir mal nach, was sich da hinter der Wand verbirgt. Ich habe mich ja letztens hinter dieser Mauer einverbarrikadiert, um den Zorn der Monster zu entkommen. So, jetzt riskiere ich es mal und gehe mal vorsichtig raus. Ich sollte achtsam sein. Okay, hier ist nichts. Ah, da ist eine Spinne dort hinten. Aber gehen wir mal dort lang. Oder vielleicht auch nicht. Fuck. Oh Gott. Erschreckt mich doch nicht so. Verdammt. Blöde Spinne. So, und ich glaube, ich bin ein bisschen mutiger als im letzten Part wieder. Ist das ein Spawner? Kann das sein? Nein, wahrscheinlich nicht. So. Gut. Was ist denn dort hinten? Das ist doch ein schmaler Gang, oder? Kann das sein? Ja, ich würde sagen... Wollen wir hier lang gehen oder dort lang? Oder dort hinten vielleicht? Ich gehe mal da lang. Da, wo die Zombies im letzten Part waren. Und herkamen. Hier ist ein tiefes Loch, okay. Fledermaus, jag mal keine Angst ein. Okay, das verbindet sich mit der Höhle hier. Und hier geht es noch tiefer. Ach du Scheiße. Hier ist Gold an der Wand, okay. Das ist gut, je mehr Gold wir finden, desto besser. Hier ist die Lava-Ebene.
sollte jetzt ein bisschen aufpassen. Weil wenn ich durch den Leck in die Lava falle, bin ich ziemlich angepisst. Und ich rede nicht von urinieren, nein, sondern von angepisst im Sinne von wütend. Gut, wir haben hier, glaube ich, alles erhellt soweit. Aber trotzdem sollte ich noch weiter vorsichtig sein. Denn man weiß ja nie, vielleicht haben wir eine dunkle Ecke übersehen, wo noch was spawnen kann. Ich würde es gerne mal hier lang gehen, aber zunächst nehme ich das Gold hier mit. Ich bin goldgierig. Gier ist ein größter Feind des Menschen. Ist sogar eine Todessünde. Laut religiösen Ansichten. Ob es stimmt, das werden wir schon noch sehen. Ich schaue ab und zu noch nach, ob da was kommt, sicherheitshalber. Denn hier unter der Erde müssen wir richtig, richtig aufpassen. Wenn wir sterben sollten, finden wir die Sachen nie wieder. Und hier ist Lapis. Und wir haben Erfahrungsstufe 25 erreicht. Mensch, diese Fledermäuse, hört auf! Sterbt am besten, damit würdet ihr mir helfen. Schade, dass Fledermäuse nichts droppen. Stirb! Du saugst mir nicht mein Blut aus, blöde Fledermaus. Gut. Ach komm, ich hasse es, wenn es leckt. Ich schließe immer was, aber es leckt trotzdem. Hä? Eine Spinne? Habt ihr auch gerade die Spinne gehört? Oh Gott, Spinne. Oh Mann, soll ich den PC wieder neu starten? Ja komm, wisst ihr was, ich starte mal schnell den PC mal wieder neu, damit das Ganze wieder funktioniert. Richtig, also bis gleich. Okay, PC ist neu gestartet und hoffen wir, dass es jetzt wieder normal läuft. Jupp, und ich scheint, es ist auch so. Soll ich vielleicht immer machen, wenn ich meinen Part aufnehme, den PC einfach neu starten. Dann klappt es auch. So, hier haben wir Gold, das wollte ich ja mitnehmen. Aber wir haben kein freies Inventory-Dingens mehr. Naja gut, dann schmeiße ich die Schüsseln weg. Das ist zwar jetzt eine kleine Holzverschwendung gewesen. Aber egal, das Holz das kriegen wir ja oben unendlich oft wieder. Ressourcen sind also Erze und so, da muss man ja... Die sind etwas schwieriger zu holen, aber Holz ist leichter zu holen, deswegen... Alter! 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 Was ist das? Hallo Creeper! Was brennt da? Achso, die Fledermaus. Ich würde jetzt gerne über die Lava rüber, aber dann kommt, wenn ich hier die Lava jetzt mit Wasser übergieße, dann kommt der Creeper runter und ja. Aber Pfeil habe ich auch keine. Erst einmal hier. Achso, da kommt er gar nicht durch, weil hier. Na gut, das ist ja schön. Aber oh Gott, was ist da oben? Hilfe! Und schon ist meine gute Laune wieder dorthin. Oh Gott, und was ist da oben? Warum sehe ich sowas nicht? Soll ich da hoch? Ich schau mal einen Blick. Ich werfe mal einen Blick drauf. So. Mit dem Schwert bewaffnet geht's jetzt weiter. Ah, hier waren wir ja schon mal. Da ist unser kleines Basiscamp. Ich fühle mich hier immer noch ein bisschen unsicher. Weil hier ist immer von drei Seiten jetzt umzingelt. Hier waren wir auch noch nicht, oh Gott. Ich dachte, wir haben alles erforscht. So sehr kann man sich irren. Hä? Was ist das? Achso, eine Fledermaus, okay. Ich hab mir schon gedacht, es sei was anderes.
Gut, ja, hier ist Lava, hier ist unser sicherer Tod, wenn wir hier runterfallen. Hier ist auch unser sicherer Tod, wenn wir hier reinfallen oder reingehen, whatever. Hier unten hinten ist Kohle. Hier ist eine Trollfledermaus. Ich würde sagen, erstmal die Gefahr weg. So, jetzt ist es hier zwar dunkel, aber wir fallen hier jetzt nicht mehr rein. In die Lava. Und mir sind Monster im Prinzip lieber als ein Tod durch Lava. Gut, hier ist auch Redstone. Und bei mir leckt es wieder ein bisschen. Was ist los, PC? Warum leckst du? Warum willst du es mir nicht sagen? Ganz einfach. Ich lecke. So, hier ist Redstone. So, Redstone haben wir auch noch nichts. Frei. Wir haben noch einen Heiltrank. Warum verwenden wir den eigentlich nicht? Moment, ich habe hier noch Hühnchen. Wir haben ja Hunger. Und den Hunger müssen wir auch stillen. So, jetzt muss ich irgendwas wegschmeißen. Komm, weg mit den Pilzen. Können wir auch wieder kommen leicht. Gut, hier waren wir auch noch nicht. Oh mein Gott. Alter. Alter. Creeper, komm her. Oh, der ist schlau. Der ist klug, dieser kleine Scheißkerl. Aua. So, mir gehen auch langsam die Fackeln aus. Oh Gott, scheiß Leck. Wenn ich hier jetzt in Richtung Lava gelaufen wäre, wäre es vorbei. Dann wäre meine Motivation komplett weg. So, wisst ihr was? Ich warte jetzt wieder. Fraps tickt mal wieder rum, die kleine Bitch. So, und weiter geht's. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Nur wenn ich denke, wir haben alles erforscht. Was war das denn jetzt? Kommt wieder ein neuer Abschnitt. Oh Gott, ein Zombie-Krebs-Typ. Scheint von dort zu kommen, glaube ich. Scheiße, keine Fackel mehr. Ich muss mir jetzt da verschanzen irgendwie und Fackeln craften. Ach, das ist blöd. Hier bin ich viel zu unsafe. Und da oben geht's auch noch weiter. Oder? Hier könnten wir theoretisch noch rauskommen, nach oben kommen, glaube ich. Weil es sieht mir ziemlich hoch aus. Ich schau mal nach. Ach du Kacke. Tatsache, ich glaube, wir kommen hier wieder heim. Okay, dann mache ich mich hier auf dem Weg heim später, indem ich hier